Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Zelda Ocarina of Time im Feuertempel und zum fünften Dungeon. Und ich freue mich schon so was von drauf hier weiterzumachen. Okay, Knochenfratzen und Feuerfledermäuse wollen uns hier mal wieder das Leben schwerer machen, als es schon ist. Und ja, wir haben es geschafft. Und hier ist jetzt eine Tür und dahinter ganz zufällig ein Raum, wo auch ein Gorone ist. Ja, wir sollen alle gefangenen Goronen retten und danach können wir zum Boss. Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Danke, lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Relikt der Goronen zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Gut, das soll uns weiterhelfen. Und ja, der Inhalt der Truhe kann uns auch weiterhelfen, denn da ist ein kleiner Schlüssel. So. Und jetzt müssen wir erstmal ein Liedchen spielen. Dazu brauche ich die Ocarina. So. So. Jetzt spielen wir die Hymne der Zeit. Denn dann kommt der Block von da oben nach hier unten. Und dadurch können wir nach da oben, wo sich eine goldene Skulptula befindet. Und wir wollen ja alle 100 Stück. Und es gibt verdammt viele in diesem Tempel. Ach, nö. Diese blöden Bodenfliesen, die einen angreifen aus der Link to the Past. Also was mit ihr, dann die, dann die hier. So, komm schon. So, alle los. Zack und down. So. Ein paar Rubine. Unsere Basis ist auch schon wieder fast voll. So, und ein weiteres Symbol. Noch eine weitere und dann haben wir bereits die Hälfte. Schon beachtlich, die Hälfte aller goldenen Skulltulas. Ey, nein, ich will dort nicht hin. Ich will hier rüber. Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Jetzt da hoch und dann wären wir auch schon in diesem Raum fertig. Und können in den nächsten. Okay, das ist der, ich nenne ihn liebevoll Aufzugraum. So, wir basteln uns nun nämlich einen Aufzug. Jetzt müssen wir erstmal nach oben. Jetzt müssen wir schon mal erstmal, was hier ist. Familie Flatterer! Ist ja schön. So. Die sind erstmal weg. Ein paar Herzen. Dann müssen wir. Na gut. Gibt's eigentlich nichts. Nicht wirklich irgendwas, was mir von Nutzen sein könnte. Gehen wir lieber hier rüber. Nein, mit der Ocarina kann ich da nichts ausrichten. Ja, schieß doch. Hm, soll ich jetzt schießen oder nicht? Hm, mal besser nicht. Ich Link. So, jetzt schieben wir den Block darunter und haben dann einen Aufzug. So, jetzt müssen wir nur noch da oben drauf und warten. Und jetzt kommen wir ein Stockwerk höher. Und hier brauchen wir den zweiten Schlüssel. Okay, das ist ein Gorone, aber den können wir leider nicht befreien. Ja. Okay, die Viecher sehen etwas komisch aus. So. Das sind solche komischen Feuerschleimschnecken. Irgendwas in der Art. Auf jeden Fall hinterlassen sie meist magische Energie.
Und ja, hier ist ein Schalter, der nützt uns allerdings jetzt noch nichts. Denn zuerst müssen wir erstmal den Block darunter schieben. Ja, und dann müssen wir ihn noch ziehen. So. Und jetzt ist er gleich richtig. So, sehr schön. Jetzt da rauf. Jetzt gehen wir hier rüber. Und klettern da. So, und da oben ist Feuer. Aber mit Bomben können wir da Aushilfe schaffen. Normalerweise kann man das auch mit Fanghaken und Pfeilen machen. Ich allerdings mache es auch gerne mit Bomben. So. Hier ungefähr müsste der Schalter sein. Jetzt werfen wir dann eine Bombe runter. Klettern hier hoch. Das Ding wird aktiviert. Flammen gehen weg. Und nun hat man nur temporär Zeit, um da hochzuklettern. Und die Flammen kommen ziemlich schnell wieder. Von daher sollte man sich schon etwas beeilen. Mit Bomben hat man halt noch eine kleine Verzögerung drinnen. Ansonsten muss man sich halt etwas beeilen. So, jetzt kommt einer meiner Lieblingsräume. Einer, wo durch die Gänge Steine rollen. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier hinter. Denn da ist eine für mich persönlich ziemlich fies versteckte goldene Skulptur. Denn hier muss man aufspringen. Mit Grafikfehler kann man auch schon sehen, dass dahinter was ist. Und dann ist hier eine goldene Skulptur. Wer bitteschön kommt da drauf? Ja, ich bin einmal drauf gekommen. Felsbrocken. Okay, hier lang. Und hier ist eine weitere Zelle mit einem Grun. Na, wo ist er denn? Da ist er. Na so. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Du hast mich gerettet. Dafür offenbare ich dir ein Geheimnis. Hast du Feuer gefangen, so schwinge dein Schwert oder rolle dich über den Boden. So löschst du es schneller. Ja. Okay. Dann kriegen wir jetzt einen weiteren Schlüssel. Ah, sehr schön. Und ja. Schauen wir mal, was es da noch alles gibt in dem einen Raum. Außerrollende Felsbrocken. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Ja, ich weiß, da könnte man weiter. Aber hier gibt es noch Goronen, die befreit werden müssen. Nämlich hier hinten. Ja, da hinten. Da sieht man auch schon den Schalter. Und hier ist ein weiterer. Sehr schön. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Da du mich befreit hast, verrate ich dir ein Geheimnis. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt du das Relikt der Goron, kannst du sie zerschmettern. Okay. Ein weiterer schöner Hinweis. Türen, die einen umbringen wollen. Und ein weiterer kleiner Schlüssel obendrauf. So, jetzt sind wir hier fertig und können den nächsten Raum. Kommt da ein Felsbrocken? Ja, da kommt ein Felsbrocken. Jetzt hier lang. Und hier aufmachen. So. Na gut, ich hole die Energie. Da nicht runterfallen. Oh Gott, bloß nicht runterfallen, weil man wird dann nicht gerespawnt, wie gewöhnlich das eigentlich bei so einem Abbrand sein sollte. Sondern man landet da wirklich in einem Raum da unten. Das ist der Raum, wo wir vorher waren. So, jetzt erstmal. Du bist doch so dumm. So. Verschwind hier nicht meine Bomben. So, jetzt. So, jetzt hier rein. Und hier ist die Dungeon-Karte. Es hätte auch der Kompass sein können, ich weiß, oder das Dungeon-Item. Ja, es ist die
Dungeon-Karte! So, jetzt schauen wir mal, wie groß das Ganze hier ist. Und, boah, ja, ich weiß. Das ist ziemlich groß. Aber, naja. Man kann damit leben. So. Weiter geht's. Und wisst ihr was? Stimmt. Wir haben die Hälfte, Leute. Halbzeit. Yay! Nur noch mal 50 weitere goldene Skulpturas finden. Und wir haben es. Ja. Okay, machen wir erstmal mit dem Dungeon weiter. Bevor wir hier von den 100 goldenen Skulpturas träumen. So. Ja, hier kommt jetzt so eine komische Feuerwand. Und ich weiß nicht, ob man das sofort stirbt. Also, ob man ohnmächtig wird und gerespawnt wird oder ob man einfach bloß Schaden nimmt, wenn man die berührt. Herausfinden will ich es nicht, deshalb gehen wir hier einfach gemütlich weiter. So, jetzt sind wir ja im selben Raum wie vorher, bloß halt oben. So, jetzt erstmal das Viechchen töten und hier aufspringen. So. Da unten ist ein weiterer Gorone. Na, wie nerv nicht. Na gut. Ja, hier unten ist ein weiterer Gorone, den wir ja vorher nicht befreien konnten. Jetzt aber schon. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Herr Dank, du bist mein Retter. Höre meinen Ratschlag. In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Finde das Relikt der Gorun und du wirst auch diese Gegner bezwingen. Oder benutzt Bomben. Okay. Ja, dann hätten wir jetzt einen weiteren Schlüssel. Ja, sehr schön. Und ja, es gibt immer noch einen gefangenen Gorone da oben, den wir nun befreien werden. Dann ist eigentlich auch schon wieder der Part zu Ende. Leider. Ja. Aber wir sind weit vorangekommen, finde ich jetzt schon. Und ja, auf keinen Fall die weiteren Parts verpassen. Also wie mir der Dungeon gefällt. Das sollte sich wirklich nicht zum nächsten Part sehen lassen. Und ja. Bloß nicht runter. Fallen. Ja. So, jetzt gehen wir mal hier rüber und aktivieren den Schalter. Denn dann geht die Zelle von dem Gorun auf. Da hinten. Wow, der wollte mich angreifen. Böser Schneckenschleim. So. So. Hoppala. Na gut, solange ich nur so Schaden nehme und ich nicht runterfalle. Mein Gott, Link. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Befreiung verrate ich dir etwas. Findest du auf der Karte einen Ort, den du nicht erreichen kannst, versuche es mit der Ocarina. Ja, denn wir brauchen für einen Raum die Vogelschirmpilger und WTF, der ist über Luft gelaufen. Immer wieder lustig. Okay, ein weiterer Schlüssel und ja. Dann war's das jetzt auch schon wieder. Ja. Während ich mich verabschiede, gehe ich jetzt noch schnell zum Anfang des Raums. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier im Feuertempel von Zelda Ocarina of Time. Und dann schauen wir mal, wie uns die Ocarina hier weiterhilft. Bis dann. Und ciao.